Ich wäre Freude in Zeiten wie heute, Digga, ist einfach das hier ist Gold. Seht ihr das hier? Wie das hier so richtig so per Ammon herum, das ist kaltes Wasser. Ich schwöre, ich lebe mein Leben gerade. Jo, mach nichts mehr. Erstmal Krimel aus deinem Gesicht weg, du Spasti. Aber Freunde, darum geht's heute nicht. Denn wir machen heute wieder ein Baubattle, was eine Stunde lang geht. Und wir haben wieder die besten Bilder aus ganz Fortnite mit zusammengetrommelt. Ihr habt vielleicht schon am Titel gesehen. Heute geht es darum, dass alle ein Schlachtfeld bauen sollen. Es muss nicht unbedingt ein Militärschlachtfeld sein oder sonst irgendwas, aber es kann in alle Richtungen gehen. Deswegen bin ich richtig gehypt, Freunde. Und ich glaube, bei Schlachtfeldern hat man auch irgendwie richtig kleine, viele Easter Eggs, wo man so ins Detail gucken kann. Das Team mit dem besten Gebauten wird allen Ruhm ehren, wird die Macht kriegen und wird der neue Avatar. Oder so ähnlich. Und ihr könnt euch schon sehen, Freunde, die stehen schon alle vor ihren Portalen bereit. Ein paar sind schon reingegangen, die kleinen Schlingel, aber es geht noch nicht los. Wenn ihr mir noch einen Gefallen tun wollt, bevor wir starten, Freunde, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren, weil wir sind fast bei den 550.000. Und ich würde sagen, wir machen dann sogar einen Special Stream, deswegen seid gespannt, Freunde. Nur noch 2000 Abos. Okay, dann würde ich sagen, ihr seht schon, der Timer läuft jetzt. Eine Stunde geht los, alle in die Boxen rein, alle in ihr... Was, die Box, als ob wir Mörder spielen, Alter. Alle in die Portale rein, eure Map. Und wir starten jetzt sofort, Freunde, let's go. Die Sache ist, Digga, was mache ich jetzt? Ja, Bruder, ich kann ihn noch gar nicht leiden, Digga. So ein Otto-Junge. Ich schwöre, dieser Kidmap, Alter. Unnormal nervig. Was denkt der, wer der ist, der Baschke, Alter? Ja, Safi, heute, hau rein, Bruder. Ach stimmt, eine halbe Stunde ist um. Okay, Freunde, ich bin wieder da. Heißt also jetzt, Freunde, wir schauen uns jetzt mal an, was sie alle hingekriegt haben in der halben Stunde. Vielleicht sind die ja schon ein bisschen weit, Freunde. Und das ist unser allererster Eindruck. Danach gehen wir komplett direkt rüber zur eine Stunde und schauen uns die gesamten Ergebnisse an. Okay, von der allerersten Map von Michelle und Bolo. Okay, wir sehen schon Militärlager, Digga. Sieht stabil aus, Freunde. Ich will hier echt nicht zu viel sehen, weil wir wollen uns nicht kaputt machen. Sieht stabil aus, wir gehen weiter zunächst. Weiter geht's mit Apfelbirne, das ist mein Bauteam. So, und die, die gehen Richtung Mittelalter und Wikinger-Style. Wie geil sieht das denn aus? Einfach hier mit so einem Stand, Freunde. Ihr wisst es, ne? Ich liebe es, wenn Leute kreativ sind und was anderes machen, außer Box rausgehen, Freunde. Und das... Ach, mein Bauteam, Freunde. Ich bin begeistert. Und das sieht auch schon brutal aus. Okay, Freunde. Okay, Freunde. Ja, ich hab Freunde. Nein, eigentlich nicht. Das ist schon echt krank. Und ich glaube, in einer halben Stunde kann man das auch gut fertig kriegen. Oh, die machen gerade oben drauf. Bam, Bruder. Okay, Freunde, wir gehen weiter. Aber Kidnap-Bauteam... Nie enttäuscht. So, was sind das hier für Schmarotzer, Alter? Was geht hier ab? Das soll ein Schlachtfeld sein? Das sieht irgendwie voll farbenfroh. Oh, IR Understanding. Und das ist dann so oben. Ah, okay, das könnte krass werden. Aber man kann noch nicht so viel hier raussehen. Nächstes Team, Freunde. Wir schauen uns direkt das hier an. Neptun Pferd, Playboss und Kawaii Kunoro, Freunde. Das einzige Dreierteam, was wir heute haben. Und das sieht krank aus. Bruder, wir haben heute echt nur gute Sachen mit dabei, ne? What the fuck, Alter? Wie geil sieht dieser Graben aus? Und dann ist hier einfach so ein Bär mit so einem dieses MG, Junge. Richtig gut gemacht, Freunde. Richtig gut gemacht. Ich bin echt begeistert, Freunde. Wir gehen weiter ins nächste. Bis jetzt ist mein Favorit das Dreierteam, Freunde, aber die anderen haben noch eine halbe Stunde Zeit, da kann sich sehr viel drehen und ich meine, wenn die jetzt in einer halben Stunde nichts Krasses machen, dann ist es auch nicht mehr als ein Kram. Okay, Papa Koschka und HM Dation, Freunde. Digga, Freunde, Kreativität ist wieder da, Digga. Ich liebe es. Die haben mir einfach so eine Battle Arena gebaut, mit sich Kolosseum oder irgendwie sowas. Das Problem hierbei ist halt natürlich, es ist sehr, sehr minimalistisch und alles sehr leer und sowas mit so Kolosseum und sowas. Deswegen, da muss man irgendwie viel mit anderen Sachen rausholen, aber die Idee Top 1, Digga. Sofort weiter. Wir haben noch zwei Teams, Freunde, aber die sind in einer anderen Lobby. Deswegen würde ich sagen, wir schauen uns die komplett am Ende an, ohne Voreindrücke oder sowas. Einfach mal als Überraschung, wie es aussieht, wenn wir uns etwas komplett fertig anschauen, ohne den Lauf zu beobachten oder irgendwie sowas. Aber vorab wieder, Zeit verschwenden, los. Endlich, Freunde, wir haben es geschafft. Für euch waren es nur ein paar Minuten. Für mich war es gefühlt wieder drei Jahrhunderte. Die Zeit läuft jetzt genau ab, Freunde. Timer ist gerade angegangen. Ich wollte euch eigentlich den Countdown zeigen, aber ich habe es verpasst. Deswegen steht jetzt einfach nur, wie der Stopp steht. Ich glaube, ihr könnt es eher in den Maps sehen, dass es eine Stunde war. Von daher habe ich jetzt die Jury mit dabei. Und die Jury ist heute Michelle. Hallo. Hallo, was machst du da hinten? Sieht man mich? Digga, die geht einfach nach Kasachstan, Digga. Okay, ich würde sagen, wir starten sofort mit der allerersten Map, Freunde. Und zwar hier hinten haben wir uns vorhin angeguckt. Wobei, nein, wir machen es mal rückwärts, Freunde. Wir waren vorhin als allererstes bei Bolo. Jetzt starten wir hier hinten bei Papa Koschka. Und am Ende, Freunde, zeige ich euch diejenigen, die auf der anderen Lobby sind, die wir uns gar nicht angeguckt haben vorhin. Wahrscheinlich bauen die gerade noch, aber wir erlauben es denen einfach, wenn die jetzt noch weiter bauen. Das hier war das Kolosseum, Digga. Ich meinte, hier halt wird es minimalistisch schwierig, Freunde, weil man halt nicht so viel rein... Aber, Bruder, die haben stabile Fights hier reingemacht mit einem Kerker hier hinten. Was ist das hier? Bruder, der frisst ihn einfach auf. Hä, aber das ist voll stark. Okay, Freunde, ich muss sagen, man sieht auf jeden Fall schon, das ist einer von diesen Gladiatorenkämpfen damals. Sieht heftig aus. Aber es ist halt auch irgendwie nur diese Mitte. Ich glaube, wir haben noch andere Sachen, die krasser sind, aber das ist auf jeden Fall schon
top, Digga. Ich glaube, jetzt müssten wir beim Dreier-Team sein. Das war, glaube ich, sogar mein Favorit vorhin. Mal gucken, wie weit die jetzt sind. Boah, okay, Freunde. Wir starten mal hier hinten. Hier haben wir einmal so ein Gebiet mit so Dingen, so Lagersysteme und so weiter. Hier hat man Taschen, wahrscheinlich Waffen. Krankenstation, der fällt einfach mit seinem Arsch durch diese Bett. Man weiß auch nicht, warum. Boah, Panzer? Krank gemacht. Der sieht geil aus, Digga. Der sieht richtig geil aus, Freunde. Ich muss sagen, bei Schlachtfeld denkt man natürlich an Militär. Also sind die jetzt nicht so weit vom Thema weggegangen. Die haben versucht, es so gut wie möglich umzusetzen. Und ich muss sagen, das sieht krank aus. Vor allem, da hat man hier diesen Graben. Ah, hier hat noch kurz Treppe gemacht. Hallo, Bruder! Was soll das? Du Bastard, Junge, soll ich klatschen, Alter? Hier guckt einfach ein Arsch von Teddy auf. Okay, ey, ich feier das. Aber, Freunde, ist halt echt nur die Sache. Es ist irgendwie, irgendwas fehlt. Irgendwas fehlt, Freunde. Ich weiß nicht genau was, aber irgendwas fehlt. Wir gehen weiter, Freunde. Mal gucken, was jetzt hier abgeht. Hä? Hier ist sogar so ein Punkt, Digga. Mit Text und allem drum und dran. Es war einmal vorgestern, als die Weißen die Ureinwohner des Waldes angriffen. Die Weißen wollten den Wald roden für neues Papier und neue Städte. Was sie aber nicht bemerken, ist, dass sie den Waldbewohnern ihr neues Zuhause wegnahmen, weshalb sie kämpften und viele Menschen starben. Was wir damit sagen wollen, passt auf die Natur auf, denn sie wird nicht ewig halten. Und nur wir können das Unglück verhindern, wenn viele kleine Leute an vielen kleinen Orten was tun können wir hier. Auf einmal, die machen da Dingens, Alter. Geschichte von Amerika. Aber, Freunde, ich muss sagen, krasse Idee, Digga. Die haben hier eine ganze Story zum Schlachtfeld gemacht und sowas. Das hatten wir bisher noch gar nicht. Also, Kreativität schon 10 von 10. Boah, das hier ist gut gemacht. Dieser Panzer, der schießt sogar. Es ist zwar kein Panzer, Babe, aber Kopf hoch. Ist kein Panzer? Nee, doch, doch, stimmt. Stimmt, wer kennt ihn nicht? Der Panzer, der nicht fahren kann. Hä, ach so. Ich hab nicht hinter die Steine geguckt. Wo führt das hin? Mal gucken. Ich kann da nicht durch. Okay. Ich glaube, hier sollte... Ah, nee, guck mal, hier kann man noch... Oh lol, what the fuck? Ah, okay, Krankenstation und so weiter, unterirdisch versteckt, Freunde, damit man sich immer safe halten kann. Aber hier ist halt das Gebaute irgendwie nicht so krank. Es ist gut, Freunde, aber halt irgendwie wenig. Okay, Freunde, Apfelbirne, das war das mit der Burg. Und ich muss sagen, hier war ich auch irgendwie übertrieben Digga, momentan irgendwie alles sind gut. Ich hoffe, hier ist aber viel los. Oh, man sieht schon, Digga, man hat die paar Easter Eggs. Lol! Ja, überall Helme und Schilder. Aber die Hüte sind ein bisschen zu groß für den, glaube ich, Digga. Was geht denn mit dem ab, Bruder? Der Hut fällt hinten fast wieder runter. Kann man in die Burg reingehen? Ah, ne, warte, wir müssen auch hier hinten hoch. Mach mal Platz mit deinem Fettarsch. Okay, aber die Burg von innen ist leer. Das ist aber nicht schlimm, Freunde, weil eigentlich zum Schlachtfeld. Also, es sieht alles irgendwie geil aus, aber es ist alles irgendwie wenig. Ich weiß nicht. Ging die Stunde bei mir irgendwie schneller als bei den anderen? Und jetzt kommen wir zu dem, was wir vorhin als erstes gesehen haben. Und somit auch das letzte für diese Lobby. Gleich kommen wir zu denjenigen, die wir noch gar nicht angefasst haben. Das ist mein Favorite auf jeden Fall. Hä, die schießen mich. Lol, die starten sogar. Die haben mich umgebracht. Ja, wegen Schlachtfeld. Die ballern direkt. Ich dachte, die wollen Battlemap bauen hier, Digga. What the fuck? Hä, aber für eine Battlemap ist das echt nicht schlecht. Es sieht stabil aus, Freunde. Es sieht halt aus wie so eine normale Fight-Arena am Ende eines Formats. Also ich muss sagen, bis jetzt ist es irgendwie meine Favorite-Map, weil hier echt? Ist es nicht so leer. Hey, ja, hier ist es nicht so leer, aber ich finde, hier ist nichts kreativ gebaut. Also versteht ihr, was ich meine, Freunde? Das Flugzeug steht halt hier, das Auto und so weiter, aber nichts wirklich ganz Besonderes. Ich muss sagen, Freunde, für mich ist es ein bisschen so Fight-Arena-mäßig. Schauen wir jetzt mal nach, was die anderen gemacht haben. Kommen wir jetzt, Freunde, zu denjenigen, die wir noch gar nicht gesehen haben. Also wir wissen jetzt wirklich gar nicht, was für eine Richtung die gegangen sind, ob Space oder Militär oder sonst irgendeine Kacke. Mal gucken, Freunde, und... okay. Ja. Ich check es, Freunde. Muss ich sagen, sieht statt... Und der Panzer. Der Panzer ist ja tausendmal besser als der davor. Holy shit. Ja, der Panzer, der ist wirklich krass. Wir haben... hier hinten liegen Waffen und zwar Waffenlager, Krankenstation mäßig. Wenn ich ehrlich bin, Freunde, ich glaube, das ist mein Favorit für jetzt erstmal. Die haben eigene Sachen gebaut. Die haben viel gebaut. Also ich finde nicht, dass hier irgendwie was Besonderes fehlt. Und für eine Stunde ist das wirklich sehr, sehr gut. Der Panzer ist da, alles ist da, Freunde. Und wir haben hier sogar ein kleines bisschen Story mit drin, mit diesen ganzen fliegenden Sachen. Und sowas. Feier ich. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zuletzt. Werden die jetzt das Ganze holen? Werden die anderen rausreißen? Was ist das denn? Eine Schlacht im Wald? Ey, oder? Oh, eine Star Wars Schlacht! Oh. Okay, das krank. Ist krass. Okay, Freunde, ich hätte echt nicht gedacht, dass die das auch noch vielleicht toppen können, aber vom Thema erstmal krank. Mal gucken, was die hier alles gebaut haben. Halt's Maul. Ja, wahrscheinlich, Digga. Die bauen einfach diese 80-Dinger. Dann haben wir hier hinten Stormtrooper. Die Sache ist, Freunde, ich hätte eigentlich gesagt, das müsste vielleicht kopiert sein, aber man sieht das an sich schon. Weil, was haben die sonst die ganze Stunde lang gemacht? Es sind an sich nur hier Figuren, die fighten. Dann haben wir hier ein bisschen Story mit drin, weil dieses Ding hier runtergeflogen ist und die schießen alle. Ha, die treffen doch eh eine Todeskeule. Ein paar Jokes auch mit drin, Freunde. Ich kann mich nicht entscheiden, Alter. Freunde, wir machen so. Falls ihr irgendeine andere mehr feiert, schreibt es in die Kommentare. Ich kann mich gar nicht entscheiden, Freunde. Aber ich finde die trotzdem krank. Ansonsten würde ich sagen, Freunde, subbt zu meinem Channel. Subbt irgendwo auch noch. Abonniert mich, supportet mich, macht mich reich. Ciao.